Ich möchte heute mit Ihnen über die Impfpflicht reden. Das ist das Thema, was mich schon seit gestern sehr bewegt. Ich bin fürs Impfen, aber gegen die Impfpflicht. Auch Christian Lindner und Olaf Scholz schlossen lange Zeit die Impfpflicht rigoros aus. Nein, keine Impfpflicht, aber natürlich ist die Priorität bei der Impfung. Wir müssen werben, dass Menschen auch die Zweitimpfung in Anspruch nehmen. Ich finde, es wäre falsch, wenn jetzt eine Debatte beginnt über Impfpflichten und Ähnliches. Jetzt hat es sich gedreht. Bald Kanzler Olaf Scholz verkündete bei Bild, dass er für die Impfpflicht sei. Politik kann sich irren. Aber in diesem Fall ist der Vertrauensverlust immens. Und Olaf Scholz hat für mich seine Glaubwürdigkeit verspielt. Für mich ist die Impfpflicht konträr zur Freiheit. Denn auch wenn eine höhere Impfquote die Pandemie zurückdrängen kann, was sie kann, bedeutet die Impfpflicht zunächst, dass der Staat den Menschen einen medizinischen Eingriff verordnet und so in ihre körperliche Unversehrtheit und Entscheidungsfreiheit eingreift. Das darf nicht sein. Für mich habe ich schon länger den Eindruck, dass es den Politikern doch gar nicht mehr nur ums Infektions- und Gesundheitsschutzgeschehen geht, sondern vor allem wollen sie Impfdruck ausüben. Die Politik braucht einen Sündenbock. Früher waren es die Unvernünftigen, jetzt sind es die Ungeimpften. Selbstverständlich wäre eine höhere Impfquote besser. Eine neue Studie von Berliner und Erfurter Forschern zeigt, dass 3/4 der Corona-Infektionen in Deutschland von Ungeimpften ausgelöst werden. Wir dürfen nicht aufgeben, für eine höhere Impfquote zu kämpfen. Aber mit Aufklärung und positiven Anreizen, nicht mit hemmungslosem Druck und Schelte. Schon jetzt werden Millionen Menschen in unserem Land ausgegrenzt. Wer nicht geimpft ist, darf nicht mehr in Restaurants, nicht auf die Weihnachtsmärkte und nichts ins Schwimmbad. In Baden-Württemberg dürfen Ungeimpfte nicht einmal mehr in die Universität. Die Impfpflicht würde diesen Zustand auf die Spitze treiben. Die Begründung der Befürworter, Impfpflicht sei Freiheit, bedeutet für viele Menschen in diesem Land sehr große Unfreiheit, Druck und Zwang. Deshalb bin ich gegen die Impfpflicht und hoffe darauf, dass die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten bald dagegen dann stimmen wird. Und hiermit eröffne ich die Runde. Ja, liebe Nena, das ist ja ein ziemlich hartes und sehr interessantes Statement von dir. Ich glaube, das bewegt uns alle gerade ganz massiv. Ich stimme dir zum Teil zu, aber zum Teil stimme ich dir auch nicht zu. Ich finde es richtig, dass der Druck auf die Ungeimpften ein Stück weit steigt. Denn es ist doch auch wahr, dass, weil es so viele Ungeimpfte gibt, wir in der Lage sind, in der wir eben sind. Nämlich, dass es wieder einen Corona-Winter geben wird, dass ein Großteil der Bevölkerung, der ja nun mittlerweile geimpft ist, zum Glück geimpft ist, nicht so frei leben kann, wie er möchte. Aber auf der anderen Seite, ich sagte schon, stimme ich dir auch zu. Heute hat Otto Schily einen sehr interessanten Gastbeitrag geschrieben und er sagt, die Impfpflicht sei, ich zitiere das, eine verfassungswidrige Anmaßung des Staates. Das finde ich schon interessant, denn ich erinnere mich daran, einmal gelernt zu haben, wenn man zum Arzt geht und dort wird ein Eingriff vorgenommen, dann ist der de jure erstmal eine Körperverletzung. Und nur indem ich zu dem Arzt sage, ich möchte, dass dieser Eingriff vorgenommen wird, ich bin damit einverstanden, was natürlich bei jedem von uns vorliegt, sonst wäre man ja gar nicht zum Arzt gegangen, wird das Ganze sozusagen in Ordnung. Und dass sich nun der Staat dazu aufschwingt zu sagen, du musst diesen Eingriff vornehmen lassen, das kann ich gut verstehen, dass du das höchst problematisch findest. Die Zeit ist natürlich auch schwierig, ne? Ich kriege heute eine Mail von jemandem, junge Frau, die sagt, sie hat 4,5 Stunden hier am Alexa, das ist ein Einkaufscenter, hier am Alexanderplatz angestanden. In ganz Berlin kriegst du überhaupt gar keinen Termin. Ja, der Totimpfstoff kommt erst noch, viele warten da drauf. Das heißt, ich finde, die Debatte kommt zur Unzeit und ich bin selbst davon auch nicht überzeugt. Ich tue mich auch sehr schwer, einer Impfpflicht zuzustimmen, finde aber einen Punkt, den wir, glaube ich, schon betrachten müssen, wenn es darum geht, was machen wir mit den vielen, vielen Ungeimpften. Und ich glaube, es ist wichtig, dass auch Ungeimpfte, die ja für viele Kosten verantwortlich sind, ob es jetzt die Intensivmedizinbetreuung ist, wie auch immer, schon irgendwie dafür auch zur Kasse gebeten werden müssen, auf welche Art auch immer. Aber wenn man sich einmal vorstellt, man fährt auf der Autobahn, kein Tempolimit natürlich, und verursacht einen Unfall, dann würde man auch ganz klar sagen, natürlich, der den Unfall verursacht, der muss irgendwie für die Kosten, die da entstehen, aufkommen. Und es kann da jeder fahren, wie er will, und kann langsam fahren, kann schnell fahren. Das ist ja ein bisschen mit dem Thema Impfen ähnlich. Ich kann mich impfen lassen, was ich auch sehr begrüßen würde. Ich muss es nicht und würde die Argumente, die gerade gefallen sind, durchaus da sehr unterstützen. Aber trotzdem sehen wir ja, dass die Ungeimpften dieses System hier zum Teil sehr stark belasten. Und die Frage ist, müssen eigentlich alle Geimpften die Kosten mittragen oder ist das etwas, was die Ungeimpften schon übernehmen sollten? Und da, glaube ich, müssen wir auch eine Debatte darüber führen, was ist eigentlich mit denen, die sich nicht impfen lassen wollen, aus
gut nachvollziehbaren Gründen, aber der Allgemeinheit extreme Kosten auflasten. Hier möchte ich ganz kurz einhaken, Jan, weil es ist ja so, die Impfpflicht soll ja dazu führen, dass die Impfquote steigt. Ja, die Menschen werden ja nicht zwangsgeimpft, irgendwie festgehalten und geimpft, sondern sie werden Sanktionen bekommen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass durch die Impfpflicht die Impfquote steigen wird. Ich glaube sogar, dass Menschen eher dann die Bußen, die dann kommen werden, das weiß man nicht, hinnehmen werden, aus zwei Gründen. Wenn ich mir den Osten und den Westen anschaue, aktuell die Bundesländer. Im Osten ist eigentlich die Impfquote immer höher als im Westen. Jetzt ist aber im Osten die Impfquote niedriger. Auch bei der Grippeimpfung haben sie eigentlich eine höhere Impfquote. Das Problem ist also für mich ganz klar hier, wir haben es mit diesem ganzen Druck eigentlich geschafft, dass die Impfbereitschaft sinkt. Und wenn man Menschen immer mehr in die Ecke drängt, dann steigt in meinen Augen nicht die Bereitschaft. Ich finde, die Politik hat noch nicht alles dafür getan, aufzuklären und den Menschen mit am besten auf dem Silbertablett die Impfung hinzureichen. Ich finde, es ist jetzt zu früh, eine Impfpflicht zu machen. Ich glaube, Aufklärung würde mehr dafür sorgen und vielleicht auch wirklich, dass sowas nicht passiert. Aber eine Abrechnung mit Ihrer Bundesregierung. Natürlich, es ist zum Teil auch ein Eingeständnis mit dem Corona-Management, auch der Länder und viel mehr. Andere Länder, Israel und so, haben ja gezeigt, dass es schneller geht. Frau Schink, ich teile Ihr Argument, es gibt drei Gruppen. Herr Kekulé hat das mal auf den Punkt gebracht. Es gibt eine Gruppe, 5-10%, die glauben, Bill Gates pflanzt uns hier irgendwas ein. Die können Sie nie überzeugen. Dann gibt es zwei Gruppen. Mein Seismograf ist so ein E-Mail-Account. Kann man vielleicht beide gleich groß sehen. Die eine Gruppe, die informieren sich gar nicht über Zeitungen. Die schauen auch kein Fernsehen. Deren Horizont ist der Nachbar, ist die Familie, vielleicht auch eine Echokammer bei Facebook, wo man den ganzen Tag nur die gleichen Argumente hört. Und deswegen gebe ich Ihnen recht, wir müssen es viel niederschwelliger machen. Wir können nicht nur aufklären, Sie machen das richtig um 7:45 hier in der Sendung. Kann auch nicht sein, dass Markus Lanz nur um 11:30 aufklärt, sondern eigentlich müsste es in allen deutschen Programmen 7:45 bis zu RTL 2 eine Aufklärung geben. Man kann Fragen stellen und vieles mehr. Das muss jetzt kommen. Ja, Herr Lindemann, aber Ihre Partei war ja hier in der Verantwortung mit dem Gesundheitsminister und das nicht erst seit gestern, sondern seit Beginn der Pandemie. Da stelle ich mir schon die Frage, warum ist das nicht erfolgt? Warum haben all die millionenfachen, millionenschweren Kampagnen, die ja gefahren wurden, nicht gewirkt? Und wenn die Erkenntnisse da sind, dass ein Teil der Bevölkerung sich nur aus Facebook-Kammern nähert, ihr wisst, warum versucht man nicht in die Kammern zu kommen oder mit den Betreibern solcher großen Plattformen da entsprechend reinzugehen? Bin ich voll bei das Problem ist natürlich auch, dass die Impfpflicht durch verschiedene Politiker, wir haben einige der Äußerungen gesehen, natürlich diskreditiert worden ist, indem sie erklärt haben, sowas kommt nicht. Dazu gehören aber nicht nur die drei, die wir heute gesehen haben, eben Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz. Nur zwei. Dazu ja, die anderswo haben wir andere gesehen, aber sondern auch natürlich auch Jens Spahn, wenn es kein falscher Clip war, den ich da gesehen habe, hat er sogar sein Wort gegeben vor dem Bundestag, dass keine Impfpflicht kommt. Auch die Bundeskanzlerin wird mit diesen Worten ähnlich zitiert. Das heißt, indem ich natürlich vor der Bundestagswahl, das muss man doch klar sagen, ausschließe, dass so eine Impfpflicht kommt und im Nachgang einer solchen Bundestagswahl sage, oh, uns bleibt gar nichts anderes übrig, diskreditiere ich doch die Maßnahme. Und da muss man sagen, diesen Schuh muss sich Politik allgemein anziehen, die solche Warnungen ausgeschlagen haben und die auch administrativ komplett versagt haben, indem sie Impfzentren geschlossen haben, indem sie den Impfstoff nicht bereit erklärt haben, indem sie uns auch vor, wann war es, 2 Monaten erklärt haben, aus dem Nichts kommen 10 Millionen neue Geimpfte. Da sagte man ja auch, hurra, wir haben die Herdenimmunität erreicht. Aber es war in Wirklichkeit ganz anders. Also krasses Missmanagement und Nichtaufrichtigkeit haben dazu geführt, dass wir jetzt in dieser Lage sind. Herr Ney, ich will das gar nicht alles abstreiten. Ich will nur die Länder mit reinnehmen. Ich finde das immer schwach, dass man es auf eine Person auch oder den Bund. Politiker. Ja. Anfang August ist Israel angefangen zu boostern. In Europa, auch in Deutschland, habe ich nicht einen Länderminister gesehen, der gesagt hat, ich mache das jetzt. Und während der Bundestagswahl muss man auch selbstkritisch sagen, ich war damit in der Verantwortung. Ich habe das Thema Corona auch nicht hochgezogen. Es wollte auch irgendwie gar keiner hören. Ja. Auch das gehört zur Wahrheit. Wir wissen auch warum. Weil das nämlich unpopulär war und keiner sich das ans Bein binden wollte, obwohl einige das sicherlich auch gesehen haben. Zur Ehrlichkeit der Politikerinnen und Politiker hätte es aber in den letzten Monaten auch gehört, nicht nur Versprechungen zu machen, die sie jetzt im Nachhinein ja gar nicht halten können, sondern eben auch offen zu sagen, es droht uns ein extrem harter Winter und es werden unpopuläre Maßnahmen kommen. Ich glaube auch gar nicht, dass das im Wahlkampf so schädlich gewesen wäre, weil man sich damit eben auch von den Parteien oder von jener politischen Konkurrenz abgesetzt hätte, der das nicht gelungen ist, so offen zu reden. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Also das sehen wir ja bis heute. Was haben wir gehört? Bis heute wird uns nicht erklärt, warum es denn so eine Impfpflicht geben muss. Das kommt irgendwo daher. Am Anfang hieß es doch, boostert, impft euch, dann ist alles okay. Dann haben wir ein schönes Weihnachtsfest
Und dann erleben wir natürlich auch die schöne Zeit gemeinsam. Das ist nicht erklärt worden.